Ja, willkommen zu den Morning News. Dienstag ist es und die Sonne scheint immer noch, zumindest hier in der Südwestpfalz. Und da haben wir gar nichts gegen. Ja, die Morning News werden ermöglicht durch Texto, Europas smartestem Tax Compliance und Finance OS-Anbieter. Und dann sind wir auch direkt bei den Texto Facts. Hier möchte ich euch auf einen Termin hinweisen. 30.8. gibt Texto ein Webinar. Worum geht es in dem Webinar? In dem Webinar geht es insbesondere darum, wie ihr eure gesamten umsatzsteuerlichen Obliegenheiten im Falle einer Unternehmensgründung halt löst. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, auch wie ihr es gelöst habt. Das heißt also, wenn ihr jetzt denkt, schon eine Lösung zu haben, ich meine, das sehe ich halt in den ein oder anderen Facebook-Communities, wo viele denken, relativ klug zu sein. Und sind sie nicht, um es einfach so zu sagen. Ne? Sind sie nicht, aber ihr und die geben sich dann in so eine Risikosphäre rein, die irgendwann ihnen mal massivst auf die Füße fallen kann. Und das geht schneller, als man denkt. Gerade selbst habe ich es bei einem Firmenverkauf erlebt, wo auf einmal Steuerforderungen auf den Tisch kamen, die ja, große Teile des Verkaufserlöses aufgefressen haben. Und das ist nicht gut. Morgen, Christoph, morgen, Lothar. Nee, Lothar, ich denke nicht, dass ich klug bin, beim besten Willen. Ich bin strunzendoof. Und das ist nicht das erste Mal, dass ich das sage. Nur, ich sehe es ganz einfach so, dass diese überhebliche Arroganz eines besser wissenden Neuanfänger, FBA-Fritzen, vollends unangebracht ist. Insbesondere deshalb, weil er damit sich selbst schadet. Mir ist es im Grunde genommen scheißegal, ob einer das Finanzamt bescheißt oder nicht. Juckt mich nicht. Nur er bescheißt sich im Grunde genommen selber. Und das ist im Grunde genommen wirklich die Herausforderung, die echt blöd ist, Lothar. Denn wie lange kann euch denn so ein Zeug auf die Füße fallen? Euch fällt es im Zweifelsfalle 10 Jahre auf die Füße. Jetzt werden viele sagen, ja, ich habe gerade vor 3, 4 Jahren eine Betriebsprüfung gehabt, eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung gehabt. Alles ist easy. Alles ist super funktioniert. Das ist Lug und Trug. Das Finanzamt bildet sich auch weiter und wird klüger und klüger. Und das ist genau der Punkt, den ihr vergesst. Irgendwann fällt es euch so unangenehm auf die Füße, dass ihr auf einmal mit Nachzahlungen da sind. Und diese Nachzahlungsgeschichten gibt es ja. Nur einer, der sehr aktiv in der Branche ist, hatte in einer Facebook-Gruppe darüber auch letztes Jahr sehr offen darüber berichtet, der Andi Glaser, ich glaube 150.000 Euro musste er nachzahlen. Vernachlässigt das nicht. Also das Finanzamtsrisiko, das Steuerrisiko ist erheblich. Hier eine risikoreiche Strategie zu fahren, fällt euch auf die Füße. Kann man machen, wenn man sie absichert. Was meine ich damit? Wenn ihr wisst, okay, diese 50.000 Euro über Jahre hinweg habe ich gespart. Wenn es nicht aufkippt, kippt es nicht auf. Habe ich Glück gehabt. Wenn es aufkippt, kippt es auf. Dann müsst ihr aber auch die 50.000 Euro verfügbar haben. Und genau das ist der Punkt. Meistens ist es ja so, dass euch so etwas dann passiert, das gibt dann auf, wenn es gerade in dem Moment mal eben nicht gebrauchen könnt. Und ganz ehrlich, es ist ein i-Tüpfelchen, Add-on, nice to have, wenn man irgendwie bis an die Grenze steueroptimiert unterwegs ist. Aber das sollte unter gar keinen Umständen eine Basisstrategie eines unternehmerischen Handels sein oder einer Firmenstrategie. Nein, das ist falsch. Und habt ihr das Unternehmertum mit Sicherheit auch nicht verstanden. Euer Businessmodell, euer Business Case muss sich per se rechnen. Und wenn er sich erst zu rechnen beginnt, wenn ihr risikoreiche Steuermodelle fahrt, ganz ehrlich, dann stimmt das mit eurem Business Case nicht. Das ist die Realität. Herr Lothar, könnte sich lohnen bei der Inflation, aber man muss auch ruhig schlafen können. Ist okay, wie schon gesagt, man kann ja auch ein Risiko fahren. Da bin ich ja noch nicht einmal dagegen, Lothar. Der Punkt ist nur der, du musst dann die Kohle auf der Kante haben. Du musst sie also schnell liquide haben. Und das ist doch genau der Punkt. Wenn du eine risikoreiche Steuerstrategie fährst, mit der Konsequenz, dass es dann irgendwann aufkippt und dann stehst du da wie ein nackter Mann, weil du keine Kohle in dem Moment hast. Das ist die Problematik. Nicht, dass du eine riskante Steuerstrategie fährst. Klar, eine riskante Steuerstrategie, wir reden jetzt hier immer, ne, im Diskussionsrahmen,
des Betriebsprüfers. Also niemals, nie solltet ihr auch in die Strafbarkeit reinkommen. Auch da immer schön drauf achten, dass euch da nichts auf die Füße fällt. Weil auch da muss man sagen, sind die Finanzämter und auch die Gerichte sehr hart. Also es ist jetzt nicht so, als dass ihr da, dass es ein Kavaliersdelikt ist. Ne? Da seid ihr schnell, ganz schnell in der Vorstrafe und in hohen Tagessätzen und vor allem in Berufsverboten. Achtung, in Berufsverboten. Das ist, ne, dass ihr dann auf einmal nicht mehr Geschäftsführer eurer GmbH sein könnt. Alles schon passiert. Geht super, super schnell. Kann ich euch aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Ich habe mich vor Jahren scheiden lassen von meiner Ex-Frau. Sie war irgendwie emotional sehr aufgebracht, hat ganz, ganz viele Strafanzeigen gegen mich erstattet, unter anderem auch wegen Unterschlagung in einer GmbH. Hier sollte dann, so hatte der Staatsanwalt sich das so gedacht, ein bisschen Geld bezahlt werden. Der hatte so mein Einkommen geschätzt. Das war also wirklich ein Witz, dass ich hätte zahlen müssen. Allerdings war die Anzahl der Tagessätze so hoch, dass ich vorgestraft gewesen wäre. Na gut, dann bin ich dagegen angegangen. Lange Rede, kurzer Sinn. Prozess kam und dann halt auch, ja, Berufsverbot. Also Schneekinders, also so nicht, hier wird gekämpft, hier wird ja gefightet. Das war dann auch so, in der zweiten Verhandlung hatte dann die Staatsanwaltschaft die Klage zurückgezogen und einen Freispruch erster Güte gehabt. Aber ganz im Ernst, sowas geht schnell. Und sowas geht rattenschnell, ohne dass ihr nur ansatzweise was dafür könnt. In diesem Fall ging es darum, dass ich eine Lizenzzahlung an mich geleistet habe. Ich war mit 181er befreit, durfte das also. Und ich habe eine Lizenzzahlung an mich geleistet. Die war völlig lupenrein, war vertraglich glasklar sauber, also weit weg davon, irgendetwas Illegales getan zu haben. Ne? Aber ist, wie es ist, kann schneller gehen, als man denkt. Und das sind Unwägbarkeiten, die sind übel. Die sind übel und deshalb beim Finanzamt lieber eine konservative Strategie zu fahren. Ich glaube ganz ehrlich, dass ihr dadurch wesentlich, ja, der Lothar hat es schon gesagt, man muss ruhig schlafen können, ne? Ruhiger schlafen, dass ihr euch auch auf euer Business konzentrieren könnte. Wenn ich mir überlege, mit welchen Mühen manche unterwegs sind, um viele Dinge schick und schön und toll zu machen, oder welche Ressourcen auch doch bei den Steuerberatern gebunden werden, ganz ehrlich, ich spreche mit den Steuerberatern. Ja, ihr wisst ja, das gibt ja so die einen oder anderen hier in der Branche, die sehr bekannt sind. Es gibt auch Unbekanntere, mit denen spreche ich auch. Wenn ich mir überlege, was ihr da für einen Scheiß euch zurechtdödelt, wenn dann eine Betriebsprüfung kommt, habt ihr richtig Kacke am Dampfen. Und das ist halt echt ein Punkt, ich verstehe es nicht. Kümmert euch um euer Geschäft, versucht da zu optimieren. Ich weiß jetzt aktuell von einem Unternehmen, was verkauft worden ist, was richtig, richtig, richtig Steuern nachzuzahlen hatte, wo er auch einer ganz klug sein wollte, was seine Steuergeschichte angeht. Fresse gefallen. No, Fresse gefallen. Von daher lieber safe seine Geschichte machen mit wenig Risiko und sich auf seinen Business Case zu konzentrieren. Ja, das waren jetzt mal lange Text-to-Facts. Nochmal, also unterhalb des Videos findet ihr im Übrigen die Verlinkung zum Webinar. Nutzt die Chance, es ist kostenlos. 60 Minuten kostenloses Wissen und ich sag's euch auch, auch wenn es unsexy ist, das Wissen. Es ist betriebsnotwendiges Wissen. Ne? Es ist klar, was anderes, als wenn man hier dem, ach, wie heißt das, Scientology-Typen da, diesem Idioten, diesem Axel Fischer Düsseldorf, dem Seelenfänger, wenn man dem zuhört, und irgendwelchen Driss mit seinen, was wird da gerade wie die Sau durchs Dorf getrieben, Genossenschaftsscheiß. Nee, Kinders. Ganz ehrlich, bin ich vollends raus. Ich überlege, was ich am Ende des Jahres da tatsächlich Steuern spare, die paar tausend Euro für den Aufwand. Kinders, da ist eine Relation ist nicht da. Von daher, macht seriös, folgt den richtigen Leuten, nutzt so eine Chance wie ein Webinar von Leuten, die wissen, worüber sie reden, die euch bei eurem Betrieb helfen. Das ist das, was am Ende des Tages euch viel, viel mehr bringt. Ja, also weiter geht's zu den News. Amazon und Kurzvideos. Mehrere Medien, unter anderem die Internet, World, W&V, beziehen sich auf einen Bericht von TechCrunch, dass Amazon im Product Feed
Videos ausspielen möchte. Kurzvideos, die inspirierend sein sollen, die so im Prinzip Produkte vorstellen. Großartige Idee. Ich glaube, das wird es auch tatsächlich bringen. Wie im Endeffekt ihr als Händler daran teilnehmen könnt, ist noch nicht geregelt. Eins dürfte klar sein, wir dürfen erwarten, irgendwann wird es mal umsonst sein. Und dann wird es relativ schnell, wird es ein bezahlter Platz werden, vermute ich einmal. No, aber von der Kernidee ist das schon mal richtig klasse, dass man sich mit Kurzvideos dort Produkte vorstellen kann. Es zeigt aber auch die Notwendigkeit, dass ihr euch langsam Gedanken machen solltet. Bewegtbilder für eure Produkte, für eure Brand, für eure Produkte. Und dass ihr insbesondere schauen solltet, wie kann ich die wirtschaftlich produzieren. Wenn ich ein Produkt habe, das 9 Euro kostet, da kann ich kein Video für 5.000 produzieren. Wenn sich das irgendwie nur, keine Ahnung, mit einem Reibach von 50 Cent 30, 40 Mal am Tag verkauft, wird schwierig. Na, ihr müsst also genau auch hier die Wirtschaftlichkeit berechnen. Im Zweifelsfalle müsst ihr vom Produkt aus, vom Reibach, vom Produkt kommen und sagen, okay, das ist das maximale Budget, was ich für ein Video zur Verfügung habe. Und dann müsst ihr halt versuchen, über die Budgetplanung ein Video geregelt zu kriegen. Und auch das wissen wir, wenn wir uns die ganzen TikToks, Shorts und Reels anschauen. Die Videos müssen nicht immer hochauflösend, super professionell sein. Da hilft es auch manchmal, ein recht dusseliges Video zu machen mit einfachen technischen Ausstattungen. Also ich sende jetzt auch in HD. Ich sag mal so, ich würde mir zutrauen, so eine E-Zigarette durchaus zu verkaufen oder was weiß ich, irgendwie eine geile Brille. Wenn ich dann vielleicht noch ein paar kreative Ideen habe. So, und damit sind wir auch beim Punkt, die kreativen Ideen. Nehmt euch die Zeit, schaut euch mal die ganzen TikToks an, Reels, Shorts, investiert so eine Dreiviertelstunde am Tag und sucht auch gezielt nach Produkten von euch oder benachbarten Produkten, nach Produkten und überlegt euch, wie hier die Produktpräsentationen sind. Und dann werdet ihr sehen, dass euch die Ideen, die ihr da seht, die Umsetzung, die werden euch inspirieren. Und im Zweifelsfall stellt man auch mal eine Idee mit seinem eigenen Produkt nach. Man kopiert. Ist ja durchaus zulässig, dass man sich von Ideen inspirieren lässt. Also ich finde es immer extrem schwierig, selber kreativ zu sein. Bin ich nicht. Viele, viele Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe, sind tatsächlich inspiriert oder kopiert. Mein gesamtes Geschäftsmodell damals, der Handel mit Autoteilen, basierte darauf, dass ich Wettbewerber konsequent ausgelesen habe. Das war für mich echt ein blödes Erlebnis, als ich dann irgendwann feststellte, so scheiße, du hast jetzt im Prinzip alle Wettbewerber im Blick und hast alle Produkte onboardet. Jetzt bist auf einmal du derjenige, der sich Gedanken machen muss, welche Produkte nimmst du denn als nächstes auf in dein Sortiment? Also das war ein ganz komischer Schritt. Also vorher habe ich einfach nur geguckt, was haben die Wettbewerber gemacht, deren Top-Produkte, also alles, was ich bis 30 Mal im Monat verkauft hat, wupp, dann auch optimiert und eingekauft. Das war jetzt auch nicht die falscheste Strategie. Entsprechend denke ich mir, könnt ihr das auch in ähnlicher Art und Weise mit euren Produktvideos machen. Ja, einfach mal schauen, was machen andere und was geht. Der Metzger to go. In Stuttgart richtet sich ein Metzgerei-Supermarkt ein, der in ähnlicher Art und Weise funktioniert wie Amazon Go. Ein sechsstelliger Betrag ist hier notwendig gewesen, um die Technologie abzubilden. Ab Oktober soll es losgehen. Bisweilen werden aber auch schon Umsätze erzielt. Das ist spannend, welche Produkte hier tatsächlich halt laufen, dass also wirklich schon Umsatzergebnisse da sind. Und ich glaube auch, dass diese kleine Supermarktgeschichte gut funktionieren wird. Wir alle kennen diese 7-Eleven-Supermarkt, das ist die größte Supermarktkette der Welt. Ich habe sie das erste Mal, ich glaube, in China gesehen und die funktioniert gut. Die funktioniert gut und ich glaube auch ganz ehrlich, dass wir uns gerade in Ballungsgebieten damit anfreunden dürfen. Gut, online wird es wahrscheinlich nicht so gut oder für uns Online-Händler wird es wahrscheinlich in der Form weniger gut funktionieren. Aber es ist schon spannend zu sehen, was dort passiert. Ja, die TikToker gegen Amazon. Es gibt einige TikTok-Creators, die sich gegen die Arbeitsbedingungen bei Amazon in den Vereinigten Staaten wehren. Ja, da kann man jetzt drüber nachdenken, wie man will. Sind die Arbeitsbedingungen gut oder schlecht?
In Amerika kann ich es nicht bewerten. Da, den Artikel habe ich euch unterhalb des Videos verlinkt, der ist in Deutsch. Dass es beschrieben wird, hört sich erstmal doof an. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob es in Amerika üblich ist oder nicht üblich ist. Ich kann das halt nur hier in Deutschland sehen. Die Arbeitsbedingungen in Deutschland finde ich völlig fein. Absolut fein. Ich finde die Forderungen der Verdi völlig abstrus und abgehoben und in keinster Art und Weise real sind. Ich habe mir jetzt schon selber mehrere Lager angeschaut. Ein ehemaliger Mitarbeiter von mir hat bei Amazon gearbeitet. Das war völlig fein, war überhaupt keine Herausforderung. Die Bezahlung ist in meinen Augen auch in Ordnung. Und ja, dass es Lagermitarbeiter sind, es sind nun mal Lagermitarbeiter und keine Einzelhandelsmitarbeiter. Ne? Man läuft dort halt ein Lager rum und packt. Also das ist alles okay. Insoweit finde ich das in meinen Augen ein bisschen übertrieben. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Arbeitsbedingungen so daneben sind in Amerika. Aber ich weiß es auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann es nur von Europa bewerten. Dann hat Wired einen schönen Artikel herausgebracht, der sich mit der Identifikation von Fake Reviews beschäftigt. Und dort auch im letzten Drittel des Artikels drei schöne Tools mit getestet, die euch dabei helfen, Fake Reviews zu identifizieren. Hilft nicht nur beim eigenen Einkauf, hilft insbesondere auch dabei, sich einmal die wettbewerblichen Produkte anzuschauen und diese zu bewerten. Ja, Amazon und das Gesundheitswesen ist so eine Sache und hier scheint Amazon im Augenblick in Amerika dabei zu sein, einiges zuzukaufen. Wir wissen ja, dass seit Jahren Amazon in diese Richtung geht. Thema Versicherung, Gesundheitsversicherung, aber halt auch Apotheken und medizinische Leistungen. Amazon ist gerade dabei, Signify Health dabei mitzubieten. Das Unternehmen soll verkauft werden und es bietet Pflegedienstleistungen an. Ja, zeigt insbesondere, und ich meine, das ist in Amerika ein großes Thema, dass das Gesundheitswesen in der Form optimierungswürdig ist oder disruptierbar ist. Hier in Europa wahrscheinlich auch, wissen wir noch nicht so hundertprozentig, aber in Amerika auf jeden Fall. Und das scheint der Grund zu sein, weswegen Amazon sich hier engagiert. Am Ende des Tages, und ich meine, das können wir jetzt hier schön sehen, am Ende des Tages wird es so sein, dass wir alle auf Amazon schimpfen. Vergessen wird vollends, dass wir da ein Gesundheitssystem vorgefunden haben, was wirklich, wirklich schlecht war. Ja, Christoph, du möchtest noch mal wissen, wie das ist mit den veröffentlichten Status. Ach, der SEO-Videos. Ah, alles klar. Du, die Videos, die eBay-SEO-Videos, die sind allesamt abgedreht. Ich warte darauf, dass sie jetzt fertig geschnitten sind. Ich glaube, 23 oder 24 Videos sind es gewesen. Das sind im Prinzip Basic-Video-Tipps gewesen. Das sind jetzt noch nicht die Kracher dabei. Aber die werden, denke ich mir, die nächsten Wochen sukzessive veröffentlicht. Ich muss wirklich bei E-Commerce One, also bei der Muttergesellschaft von Belgraf, Afterbuy, Dream Robot, habe ich jetzt nichts vergessen, und Gambio, muss ich mal kurz nachfragen, muss ich mit der Dalia mal telefonieren, wann und wie der Status der Videos ist. Aber es ist halt auch viel, ja, es war viel Video mit Material, es war echt hart, ne? Aber es hat auch auf der anderen Seite gut geklappt. Also ich fand den Benedikt sensationell. Wir haben dann die Videothemen kurz besprochen. Ich habe ihn gebrieft und er hat dann im freien Text dann das Video rausgesprochen. In der Regel ist jedes Video so zwischen 1 und 2,5 Minuten lang. War echt gut. Also ich fand es so ein sensationeller Tag. Mal gucken, wie weit wir sind. Okidoki, dann sind wir aber auch jetzt durch mit den Morning News und ich merke schon, Christoph, ich muss mal gucken, ich stell vielleicht auch einfach mal hier zum Schluss jeden Tag einfach einen Belgraf-SEO-Tipp ein. Das ist ja kein Problem, kann ich ja in Morning News einfach mitmachen zum Schluss. Ja, jedenfalls durch sind wir mit den Morning News. Ich wünsche euch einen richtig großartigen Start in den Dienstag. Hab Reibach bis zum Abwinken heute und wir hören uns dann morgen wieder. Bis morgen und tschüss.